willkommen zum zweiten Teil meiner Top 20 Game Boy Classic Spieleliste. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich euch empfehlen, zuerst die Plätze 20 bis 11 anzuschauen und dort erkläre ich auch die Regeln. Also, ich will euch nicht länger aufhalten, viel Spaß mit meiner Liste. Ein super Shoot'em'up, das sich mal angenehm anders spielt. Ihr steuert kein Raumschiff oder ähnliches, sondern ihr seid in einem Raumanzug unterwegs. Aber das hat natürlich auch Vorteile. Ihr seid damit wesentlich agiler unterwegs und könnt in 8 verschiedene Richtungen schießen. Das verleiht dem Ganzen einen schönen Twist. Ansonsten erwartet euch hier ein sehr gutes und solides Gameplay. Damals war ich, wie wahrscheinlich jeder, großer Turtles-Fan und die Schildkröten durften natürlich nicht auf den Gameboy fehlen und es gab insgesamt 3 Teile dieser Serie. Hier seht ihr den ersten, was für mich auch der beste ist, wobei die anderen Teile keineswegs schlecht sind. In diesem Beat'em'up kloppt ihr euch mit den 4 Kämpfern durch das Gesocks des Foot Clans und bereist dabei verschiedene Schauplätze. Ach, Solar Striker, eines meiner ersten Gameboy-Spiele, die ich je hatte und ich habe es geliebt. Diese Musik, dabei liefert es bei dem Gameplay her eigentlich nichts Besonderes ab. Es ist so ein gutes Shoot'em'up mit dem üblichen einsammelbaren Waffen-Upgrades und den typischen Level-Endbossen. Aber das, was geboten ist, ist sehr gut umgesetzt und lädt immer wieder zu einer Runde ein. Damals ist das Spiel leider an mir komplett vorbeigegangen, aber das habe ich kürzlich nachgeholt. Hier erwartet euch ein fantastisches Action-Adventure mit einer tollen Geschichte und einem soliden Gameplay. Hier und da ist es zwar etwas rau an den Ecken, aber heute immer noch durchaus gut spielbar. Ein herrliches Spiel, das zeigt, dass Gameboy-Spiele mehr können. Ballern. Und das aus vollen Rohren. In diesem wohl besten Run-and-Gun-Spiel auf dem System ballert ihr euch durch Gegnerhorn. Dazu sammelt ihr natürlich allerlei Waffen-Upgrades ein. Ab und zu wechselt aber sogar die Perspektive und ihr spielt das Ganze aus einer Draufsicht. Alles zusammen wird mit einer perfekten Steuerung garniert. Ein Muss für jeden Action-Fan. Ein herrliches, aber auch schwieriges Spiel, das euch allerlei bietet. Ihr seid in einer Oberwelt wie in Rollenspielen der Zeit unterwegs. Kommt es zu einem Kampf, wechselt die Perspektive und ihr spielt einen Action-Plattformer. Unser Held kann dabei Feuer spucken und ist sehr agil und kann sich so zum Beispiel an Wänden festhalten. Eine fantastische Kombination aus verschiedenen Genres. Ein
ein Spiel aus der goldenen Ära der Disney-Videospielversoftung. Ihr bereist mit dem guten alten Onkel Dagobert auf eurer Schatzsuche verschiedene Länder und sogar den Mond. Dabei hilft euch euer treuer Gehstock, mit dem ihr per Pogo-Sprung Gegner erledigt und auch mal Steine wegschießen könnt. Ein herrlich abwechslungsreiches Abenteuer, das super vom NES portiert wurde. Früher hieß Bomberman bei uns Diner Blaster. Diese Version bietet aber nicht nur guten Multiplayer-Spaß, sondern ist auch für Solospieler etwas. In diesem sehr schönen Einzelspieler-Modus kämpft ihr euch von Umgebung zu Umgebung, schaltet Power-Ups frei und zieht dann weiter. Das motiviert trotz des theoretisch immer gleichen Spielprinzips eine lange Zeit. Plattformer gibt es wie Sand am Meer für das System, aber dieser hier, der ist für mich der beste. Die Mario-Formel wurde erfolgreich weiterentwickelt und das geht voll auf. Abwechslungsreiche Welten und einzigartige Power-Ups wie die Hasenohren erwarten euch. Außerdem ist das Spiel nicht zu hart und so lädt es zum lockeren Zocken ein. Auf dem Gameboy zeigt sich der Klempner mit der roten Mütze in Bestform. Für die meisten von euch dürfte euch diese Wahl echt nicht überraschen. Ich bin ein riesen Fan dieses Spieles und für mich ist es sogar das beste Zelda aller Zeiten. Es ist echt erstaunlich, was Nintendo hier aus der einfachen Hardware herausgeholt hat und alles in ein Modul gepackt hat. Die liebevolle Gestaltung der Welt ist an vielen kleinen Details zu erkennen und das typische klassische Zelda-Gameplay tut sein Übriges dazu. Einfach ein fantastisches Spiel und jeder sollte es einmal gespielt haben. Das waren meine Top 10 Gameboy Classic Spiele. Stimmt ihr überein? Habt ihr vielleicht andere Kandidaten? Wenn ja, haut's einfach in die Kommentare rein. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.